Oh cool, da gab's jetzt ernsthaft, warte mal. Nee, warte mal. So nicht. Oh, lass ich mich jetzt aber nicht abservieren. Da ist doch noch ein anderes Türchen da hinten. Eine rote Tür auch noch. Ah, okay, gut, dass ich hier hingekommen bin. Noch eine TP maximal. Wow, weil ich werde hier richtig zugeschmissen damit, ey. Da bin ich ein bisschen ungewohnt. Wie viel AP habe ich denn? Ich hätte 200. Oh, ich bin schon 200. Ja, 230. Nicht ganz viel. Deswegen merkt man ja auch nichts gerade viel von der Erweiterung der HP-Leiste. Oder TP. Ja, entschuldige. Hier ist noch ein Kekspflanze. Deswegen habe ich keinen Bock, mich mit dir rumzuplagen. Ja, schalalala. Bin ich jetzt. Ah ja, ich gehe jetzt den normalen Weg weiter. Wow, wow, wow. Ja, genau, er holt seinen anderen Gegner weg. Ja, warte mal. Ich glaub, hier gab's. Die konnten ihn auch versteinern, ne? Ja, aber jetzt häng ich wieder. Aber es ist gut, dass ich mal wieder richtig an Kombos hier komme, mal vernünftiger. Bald kann ich ja richtig zum schönen, guten Kombo. Bald, das weiß ich nämlich noch. Den habe ich sehr gerne gemacht. Alter, mich aber nicht sehr gerne gemacht. Hat sich die Viecher mich immer erstmal. Alter, verkrümmelt euch mal. Ich muss gerade gucken. Karte, warte, ich will da lang. Lass mich hier durch. Wie gerne dahin. So, jetzt entschuldige ich mich mal kurz, dass ich mal hier eben kurz durchblättere. Oh, untoter Parasit. Kreuz? Seid ihr euch sicher? Er zeigt mir Schwäche Kreuz an, aber ich. Ich dachte aber, wo ich Kreuz hatte damals, da hat er überhaupt gar keine Schwäche gegen gezeigt. Da war ja. Flammenelementar, genau, da war er. Ein Ritter umgeben von lodernden Flammen. Na, gib doch nur einen. Seelenlose. Warte mal, kann ich auch nicht so blättern? Ah, besser. Das ist schon besser. Spartakus. Aber ich will mal wissen, hier die. Okay, gegen Ritter brauche ich gar nicht mit Flammenpeitschen ankommen. Schwäche, weiß ich. Wir haben Feuerschwäche. Ah, der war auch. Rotes Ungeheuer war schwach gegen Flamme. Das wollte ich nämlich wissen. Aber manche sind ja auch gegen elementare Fähigkeiten sehr, sehr anfällig. Und ihr seht schon Elektro, ja, ihr könnt es euch schon denken, ja, es gibt auch andere Elementarwaffen von Peitsche. Ich glaube, das war Blitz, war auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob das andere war, glaube ich, Eis, glaube ich, gibt es noch hier. Weil Wind wäre doof, weil Wind ist ja, kann man ja direkt sagen, normale Eichim. Oh, gibt noch einen Stockwerk höher. Gut, dann gehe ich nochmal zurück. Noch einmal, leider, sorry. Ach, komm, verschwinde. Oh, der macht wirklich guten Schaden. Boah, jetzt weiß ich aber nicht, ob der jetzt auch gegen Dings hier weißt, Feuer empfindlich war, aber lass mal so stehen. Ah, okay. Doch recht mit dem Thema mit dem Boss hier. Hä? Okay. Jetzt verwirre ich mich gerade selber. Gebe ich gerade offiziell zu. Man, ich könnte jetzt den Boss platt machen und dann jetzt schon mal Ende machen, aber. Nee, das ist ja. Ich will wissen, was da oben nochmal war. Ich muss jetzt doch wieder zurückrennen. Boah, geht mir da drauf klöten. Der Boss war, glaube ich, easy zu besiegen. Wenn ich mir noch gut vorstellen kann, wer es nochmal war, dann glaube ich ja. Ja, renn du mal da gegen die Wand und so. Hoffentlich gehst du direkt mit deinem Schädel so doof da rein, dass du aussehen in einen Bär
Sterne. Gegen den Speer knallst mit deinem einen Äuglein, dann ist der Feierabend mit dir. So, ich würde jetzt mal hier hochgehen. Oh, was war denn hier? Okay, 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 okay. Oh, okay, die sind auf jeden Fall sehr empfindlich gegen Feuer, merke ich sofort, weil ich brauche weniger Hiebe gegen euch. Ja, jetzt wird das Spiel langsam wieder ein bisschen so. Ja. Außer finde ich auch mal wieder cool, weil Flammenpeitsche erinnert mich direkt an Simon Quest hier damals. Oh Gott, die epische Flammenpeitsche, die damals, die fette. Oh, habe ich mir einen abgefeiert damals. Und dann war ich enttäuscht, weil sie Herzen verbraucht hat. Dann war ich enttäuscht. Hey, sind wieder diese bekannten, beknackten Räume wieder hier. Super. Und dann zu Hause. Okay. Vergiss es wieder. Nein. Ja, doch mehr, warte mal, macht doch mehr Schaden. Alter, entspann dich. Könnte auch mal ein bisschen meine weiße Dings hier, Figur mal benutzen hier. Kann ich ein bisschen mehr vertragen, kann ich ein bisschen tanky gehen. Ich soll es aber nicht übertreiben, dass ich hier gleich gar nichts mehr habe. Aber es gibt Kohle. Dann komme ich gut klar. Ich glaube, ich kriege auch nachher auch wieder einen besseren Harnisch meines Wissens dann, ne? Ich glaube, das könnte so sein. Verkaufe ich da meinen alten Harnisch dafür? Ich meine, ich weiß jetzt nicht. Ich meine, es gibt ja auch die Möglichkeit, gab es eigentlich das auch in der Sache eben Teil, wo man Wertsachen dann bekommt hier, die dann besser werden? Feuer mit Feuer bekämpfen. Auch eine gute Art und Weise. Hier, Alter, ich hasse das manchmal, wenn ihr auf einmal angeflogen kommt. So, in dem Gelände. Ereignisobjekt, alter Text. Meth bedeutet Tod, Emeth bedeutet Leben. Gut zu wissen. Hängt nur ab, von was ich das brauche. Schon wieder irgendwas, wo ich hier einen Text umsetzen muss. Schon mal zu wissen. War ich hier? Ne, hier war ich auch noch nicht drin. Mal rein, wie viel Leben habe ich überhaupt? Ich will hier nicht mein Leben hier riskieren, um mir nachher den Hals zu brechen. Das könnte mich. Oh, warte mal. Ich habe schon so eine hässliche Musik hier laufen. Ja, vor allem auch die hässlichen. Ja, schön, dass MP-Maximum ist. What the fuck? Was war das jetzt? Was war der da oben? Oh, Flammdämon, genau. Ich greife mit. Ich greife auch noch mit Feuer an. Gute Idee. Hier, nimm den Eis. Alter. Dann müsst ihr den damit wegklatschen. Jawoll! Du sollst K.O. gehen. So. Alles wird gut hier. Ja, und weiter. Lass mich jetzt nur aufgehalten, nur weil dieser hässliche Dämon da war, oder was? Ich bin weg. Alter, wie viel Herzen ich hier schon verbraucht habe. Das nagt aber wirklich ein bisschen sehr an die Herzleiste, wenn du solche epischen Objekte machst hier. Das erklärt doch, warum ich ein bisschen mehr mit der Peitsche wäre, am Kämpfen war, anstatt immer mit den Sub-Weapons so leicht. Voll Lowlife und so, und ich gehe trotzdem noch hier rein und mache mir gleich selber das Leben zur Hölle. Alter, und auch diese hässlichen Gegner auch. Ey, wenn ich Pech habe, bin ich gleich wirklich weg. Oh, verdammt, ich verscheiße gleich noch.
Eigenes Objekt, alter Text. Wenn die segenden Statue die in Kälte erstarrt, wird der Verteidiger zerfallen. Alles klar, mit Eis. Da habe ich doch so leicht recht gehabt, aber nur hatte ich mit falschen Peitsche drauf gekloppt. Alles klar. Gut zu wissen. Nur schlecht zu wissen, dass ich gleich hier Löffel abgebe. Das ist ganz uncool. Wäre jetzt cool, wenn da ein Speicherraum dazu verweise jetzt da ist. Nein, natürlich nicht. Ich habe ja auch so ein großes Glück. Ich muss zum Speicherraum rennen, das ist mir zu gefährlich. Ich habe da keinen Bock. Gleich mit dem. Ah, toll. Ich habe jetzt gerade schon Verdacht gehabt, vielleicht habe ich Glück und erwischt sofort den Speicherraum, aber nein. Ist ein langer Raum, ne? Ist direkt. Ja, okay. Ne, warte, Quark. Verdammt. Ja, genau. Du bist natürlich. Oh, ab. Du brauchst gar nicht auf die Idee kommen. Einfach durchrennen jetzt da. Kein Risiko, wie ich hier eingehen. Ja, gerade wenn der da ist. Weg hier. Tschüss. Hau ab. Ja, nicht hier übertreiben, ja. So, zack. Soll ich wirklich oder lasse ich es lieber sein? Ich kann nicht anders. Das wird bestimmt mein Scheitern sein. Ich hab schon die ganze Zeit auf den geguckt. Ich dachte jetzt, was macht der jetzt da? Was macht der jetzt da? Ja, Treppe. Treppe. Die Treppe. Wird langsam spät, ich merke es schon. Ich werde schon verpeilter. Ich. Zeit, dass ich nach dem Level wirklich pennen gehe. Also, ich will es nicht übertreiben gleich. Wie spät haben wir es? Halb drei. Oh, halb drei. Ich muss dann morgen nochmal lochen, ey. Und ich bin hier noch am Irrer aufnehmen, ey. Wie ich denke, ah, ja. Ja, ich weiß. Aber ich kann mit dem Flammkick kann ich aber Schaden zufügen, ne? Was ist da jetzt der Sinn? Warte mal. Ja, du bist eine ekelhafte Klinge, du. Gib dir mal eine hier. Alter, ekelhafter Drecksklingenpenner. Vor allem noch mit so einer hässlichen Fratze oder ein bisschen direkt wegbockt. Da willst du das recht draufhauen mit der Peitsche. Ah, hier will ich aber nicht draufhauen. Gebe ich euch lieber hier. So, diesmal habe ich aber keine Flammenpeitsche. Diesmal kann ich dann überziehen. Ja, wir haben ja auch. Warte mal eben. Oh, ich habe keine HP. Haha, ich habe keine MP drin. Dann merke ich gerade mal. Alter, ihr nervt mich hier alle. Ja. Warte mal. Ich bin gleich so weit. Du lässt das schon sein mit deinen Fähigkeiten hier. Das wüsste ich aber, dass du hier. Ja, wolltest du mich boxen, ne? Wolltest du mich boxen, ne? Was wolltest du machen, ne? Mhm. Bücherregale. Ich meine, gab es nicht noch eine Tür, wo ich die Bücherregal verschieben konnte hier, oder irre ich mich da gerade wieder ein bisschen selber ins irrtierliche, blablabla. Man merkt mir an, ich muss wirklich gleich ins Bett. Ich fange schon an hier, mir was hier in einem Bad zu nuscheln hier. Das ist schon gar nicht mehr nett. Überhaupt nicht gut. So eine komische Tür hier, die gefällt mir schon mal gar nicht hier. Gerade mit so Totköpfe drauf graviert und so. Ich sag schon wieder so weit aus. Ach ja, ich erinnere mich jetzt hier. Kann ich direkt wieder abziehen? Ja, ich weiß es wieder. Ich kann ja abziehen wieder. Dafür brauche ich einen Relikten, das habe ich noch nicht. Und frag mich jetzt nicht, wo es zu finden war. Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Das war irgendwas, wo ich schnell rennen konnte. Das weiß ich noch. Das wird noch richtig spaßig hier mit mir.
Ah, von. Ah, ja, genau. Flammenheinis. Eigentlich brauche ich ja, wie gesagt, da auch keine Markierung, weil ich sehe ja da, wo ich nicht weiter. Wow. Wow. Aggressive Klingen hier. Hat er noch die Augen ausstechen? Seid ihr irre? Ah, ich laufe wieder in die falsche Richtung. Typisch ich. Dann werde ich mal jetzt zum Endboss schwirren zu dieser Welt, ihn umnieten und dann wird Schicht im Schacht gemacht. Zum Glück muss ich morgen nicht zu früh aufstehen. Ich jetzt nur gerade, welcher Boss war da noch mal? Felsen? Ah ja, ich erinnere mich, wer das war. Du denkst erstmal hier so, haha, hier ist ja nichts Besonderes. Weil die Frage nochmal, musstest du nicht irgendwas aktivieren hier oder so? Warte mal, ich glaube hier war auch. War hier nicht mal ein Rätsel gewesen? Jetzt mal so voll gemerkt. Oh nein, warte mal. Musste ich nicht irgendwo was aktivieren? Und ich habe das jetzt total verknallt. Kann das mal sein? Doch, warte mal. Ah, ja, ich bin ein. Oh nein. Oh Gott. Oh ja, 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 ja. Jetzt kommt wieder alles hoch, was ich eventuell hätte machen sollen. Nein, 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 das darf nicht sein. Ist ja nicht so, als ob ich das noch wissen sollte. Mef, Emef, alles klar. Ja, ja, ich hab mich, kann mich jetzt wieder ein bisschen ersinnen. Das hat auch mit den Worten zu tun, auch. Das war damit, ja. Zumindest ist das jetzt nicht so ein großer Umweg, Gott sei Dank. Weil wenn ich jetzt durch die halbe Weltgeschichte rennen müssen, hätte ich gesagt, ich gehe speichern und tschüss. Ich habe keinen Bock mehr. Nee, ernsthaft, ey. Und ich denke mal, ich werde das auch machen, so mit den Wegen. Wenn ich da weiß, wohin ich muss, dann gehe ich da kurz Schnitt machen, laufe dann so hin und schneide das so hin. Mach dafür extra Parts. Ja, genau, hier war das. Genau, hier war das gewesen. Das ist das schöne Jumping-Rätsel hier. Das hätte ich so. Ach, Leon, ich mache jetzt keine Scheiße mit mir. Können wir jetzt echt nicht gebrauchen. Ah, oh, komm, nee, brauchen wir gar nicht hochlaufen jetzt. Ich warte noch. Weil jetzt da hochlaufen wird so in die Kehre füllen. Das weiß ich nämlich noch, weil er nämlich noch fies war hier damals mit den Rätseln. Ja, da seht ihr, das meinte ich nämlich. Warte ich, bis das Ding wieder runtergeht. So, jetzt kann ich nämlich trauen. Ach, komm schon, ey, das ist, das hasse ich manchmal hier so. Das Springen manchmal hier, das ist manchmal echt der ätzte, ekelhafteste Punkt!
Und da bewegt er sich nicht richtig beim Springen. Das ist auch. Mein Gott, Leon, ich hasse das manchmal hier. Komm, bleib unten. Spar mir das, bevor ich da oben mir den Hals breche wegen dir. Komm hier runter mit dem hier Schalter. Jetzt bleibt da und lauf ganz normal hoch. Zack, zack. Oh, jetzt macht er wieder ein. Ah, ich mach's so lieber, sicherheitshalber. Es war keine gute Idee, so vorzugehen, aber. Alles klar, gut. Weil ich kenne halt manchmal auch im letzten Moment, dann sitze ich gerade da oben und dann falle ich tief runter und da schreie ich wieder rum. Da habe ich keine Lust drauf. Nee, ganz ehrlich nicht. Oh, jetzt, glaube ich, war hier der Schalter für die Umstellung, glaube ich. Das hat mich jetzt bitte so erhofft, wie es war. Sonst habe ich gleich wirklich ein kleines Problem hier, wie ich weiterkomme. Dann war der Weg ja unter und für Knifte. Wollte mich jetzt veräppeln? Ah, E-Tafel, ja. Ja, E. Und da irgendwo stand bestimmt bei dem Vieh und war Meth oben am Stehen. Und dann muss ich ihn das E einsetzen, damit ich das Vieh einfach lassen kann. So war es gewesen. Ja, jetzt kommt wieder alles. Ja. Alles klar. Das ist wieder was ganz Unrealistisches. Ich bin Batman. Hätte sich jetzt voll die Knochen brechen müssen, die ganze TP weg und dann dead. Und das sind ja die häufigsten Unfälle eines Gamers. Nicht der Gegner hat ihn platt gemacht, nein, er überschätzt immer wieder die Höhe. Ja, ja passt schon, ich werde schon nicht sterben. Die meisten Gamer sterben ja durch Fallschaden. Ja, ihr hörtet auch schon, ich bin am Gehen schon. Also für mich wird es wirklich gleich Zeit. Ich glaube, das war auch der letzte Boss, wo auch keine 10 kam, wenn Leon nach Rinaldo zurückkehrt. Weil die anderen Bosse sind ja ein bisschen so. Haben da ein bisschen so leicht wieder mit der Story Ereignissen zu tun. War ja auch ein bisschen eigenartig, muss ich aber auch sagen, weil ich dachte immer, jeder Boss kommt dann eine kleine Unterhaltung und so, ey Leon, ne, hier. Das und dies und so. So, jetzt muss ich nochmal überlegen, wo musste ich nochmal das E reinsetzen. Nee, warte mal, da war nicht da, da war hier. Da, und hier steht das Meth. Das Wort Meth ist in die Wand eingemeißelt. E-Tafel benutzen, ja. Was passiert jetzt? Es wird sein. Oh, warte mal. Habe ich überhaupt mein Leben jetzt gerade erhöht? Oder sprich ich gerade. Oh, okay, müsste vielleicht zu schaffen sein. Hoffe ich jedenfalls. Aber der Boss ist eigentlich easy zu besiegen. Glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wie man gegen den mal kämpfen sollte. Muss mir erstmal sein Muster ansehen, wie er angreift. Also, er springt immer. Aber ich glaube, ich weiß noch, dass er das schlagen tut. Hat er eigentlich Flammenpeitsche? Nein. Meine Nase, nicht schon wieder. Ja. Ja, genau, da war dieser Schlag. Ich glaube, der war aber im Feuer empfindlich. Ich muss mal kurz vertesten. 105. Aber jetzt, wenn ich jetzt auf die normale Peitsche zugreife. Ah, okay, er ist feuerempfindlich.
Und ich bin gleich kaputt, wenn ich auf, nicht aufpassiere, weil ich, der kann, ich weiß nicht, wie sein Schadensausteilung ist, aber ich weiß, dass Golems bösen Schaden machen, hallo. Ich konnte weil er ausweichen, so easy peasy. Ich mache einfach diese Combo einfach nur, da bin ich auf der sicheren Seite und weiß, dass ich nicht zu... Au! Das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, dass der noch was machen kann. Paralyse, komm, schneien, komm, mach keinen Scheiß mit mir. Oh, Alter, Leon. Mama mia, Leon, tu mir das nicht an. Mach mich nicht unglücklich. Zack, du bist jetzt weg. Was? Ja, ich wollte gerade sagen. Ach nein, der macht ja noch. Alter, shit. Ja, jetzt. Da war noch was. Ein kleiner Drecksack, weißt du eigentlich? Warte mal, ja. Ah, ja, ja, jetzt erinnere ich mich wieder, wie ich gegen die verfahren musste. Genau, ich musste gegen dieses rote Ding, da war ja sein Herz drin. Wey! Das war jetzt total doof. Ich bin Trank rein, schnell. Jetzt kann ich mich nicht an diesen Schlag erinnern, weil ich mich so ein bisschen leicht irritiert fühlte, aber ich dachte, er hat doch mal früher jetzt schneller geschlagen. Jetzt weiß ich wieder, wo das war. Ja, komm schon. Oh, fuck. Mach doch hier deinen Rocket-Schuss hier, bitte. Eine Schicht machen, Junge. Au. Bist du nicht frech? Genau. Schießen in die richtige Richtung, du Held. Kann ich auch so Schaden machen? Ne, ich muss springen. Ah, verdammt. Nicht da, wo du mit R-Kombo zuschlagen musst. Boah, was mache ich hier wieder? Ich bin größer, immer klappt. La la la. Hier bin ich. Such mich doch. Ah, der war ja, klar. Er hat sich. Er hat seinen Fuß mich getroffen, aber was? Das mache ich aus dir. Ackepudding, du blödes Stück Kiesel. Bin kaputt jetzt. Oh. Genau, tauch in die Erde ein. Und da kommt der neue Orb. Es ist ein roter. Boter. Ja, damit. Zermalmkristall, okay. Hä? Ach, wir so ähnliches mit der. Wie die Mine da nur ein bisschen stärker. Genau, die rote war ja nur eine normale Verstärkung, war ja nichts Großartiges. Gut, ich geh jetzt aber hier weg. Also rot bleibt bei rot mit dem Thema Schlüssel, das habe ich schon mal gemerkt. Und ich muss sagen, diesen Orb nutze ich sehr selten, deswegen bleibe ich bei blau. Blau ist besser. Ach gut. Guten Tag, Ronaldo. Ja, seht ihr, passiert nichts Großartiges. Meteorharnisch hat er dafür. Sternlichtharnisch, magisch versiegelt, verringert Schaden durch Fallen um 10%. Ja, damit. Ne, mehr brauche ich nicht. Da sage ich ja, Zirkum bekomme ich schon so. Das brauche ich nicht. Kann ich höchstens verkaufen bei dem.
Ankündiger blauer Edelstein. Dieser Stein schützt angeblich Reisende. Diamant, ein sehr schöner, kostbarer Edelstein, Geburtsstein für Aprilgeborene. Alles klar, wusste ich noch gar nicht. Lernt mal ein bisschen mehr hier. Ah, fuck. Ne, der brauchst du nicht. Hab alles, was ich brauche. Dankeschön. Ja, ist danke, aber hab was ich wollte. Ach. Ja, ich weiß. Dammter Real Window Quark hier. So. Cooler Metall. Finde ich cool, so Harnische immer. Metallharnisch. Ich glaube, da gab es, wie viele Harnische gab es eigentlich? Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube bestimmt, ja, will ich mal selber sehen. Ach, verdammt, ich hätte es auch eigentlich. Ja, ich will den Umhang jetzt auch nicht umwechseln. Habe ich jetzt auch keinen Grund für. Der hat jetzt auch keine weiteren Relikte gehabt, ne? Ne, hast du nicht. Ja, kann ich mich ja verkrümmeln hier wieder. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Nochmal zum Schloss, geht zum Speicherraum. Wo ich jetzt wirklich gerade wieder mit den Gedanken spiele, wieder in die nächste Welt zu rennen. Ich bin mal überlegen, welchen ich nehme. Ich glaube, ich weiß, welchen ich als nächstes nehme. Ich glaube. Jetzt überlegen, wer wo war. Das war jetzt der nächste Punkt hier gerade. Hahaha, wird ja noch schön. Schön noch ins Vergessene gezogen. Oh, verdammter Mist. Ich weiß nicht mehr, wo welcher war. Welcher Orb nur von welchem Boss war. Okay, da wird noch interessant werden. Ja, ich guck einfach mal. Nein, doch, hier lang. War schon richtig. Ja, ich wollte gerade schon wieder was Unpflegliches tun. Jetzt speichere ich aber und sage jetzt gleich gute Nacht, liebe Leute. Hab genug aufgenommen. Da war jetzt eine. Ja, man sieht sich auf die Zeit, wie viel habe ich jetzt insgesamt aufgenommen hintereinander. Plus minus die Mini-Pausen, 10 Minuten dazu gerechnet. Kannst du sagen? Ja, schön, dass du mir mal zeigst, wie mein Speicherstand. Hör mal, das ist doch nicht dein Ernst. Das kann ich nicht sehen oder was? Puh, mir egal. Gut, liebe Leute, ich mache jetzt hier den Schnitt für heute. Ich gehe jetzt pennen, ich muss morgen arbeiten. Und sage, wir sehen uns bei den nächsten Parts von Castlevania Lament of Innocence. Tschüss.